Hallo und willkommen zu einem Video mit dem Thema Konjunktur. Mein Name ist Martin Türk, meine Seite ist futureteach.de und da Konjunktur und Konjunkturpolitik, Konjunkturzyklus, Konjunkturprognose und auch der Wirtschaftskreislauf in vielen Bundesländern Teil des Abiturcurriculums sind, möchte ich heute hierüber reden. Dazu gehe ich wie folgt vor. Zunächst erklären wir, was Konjunktur eigentlich im Allgemeinen ist, was Konjunkturphasen ist, wie sich Konjunktur ausdrückt, dann wie man Konjunktur vorhersagen kann, wie Konjunktur in einem konkreten Modell aussieht und welche Politik es gibt, um Konjunktur zu beeinflussen. Zunächst die Frage, was ist Konjunktur? Konjunktur ist vereinfacht gesagt die gesamtwirtschaftliche Lage im Land. Wie geht es den Unternehmen? Wie geht es den Verbrauchern? Das kann man zweiseitig sich anschauen. Man kann es sich anschauen, wie viel produzieren Firmen? Wenn Firmen viel produzieren und sind voll ausgelastet, also zum Beispiel eine Autofabrik haut viele Autos raus und kann nicht mehr produzieren, als sie eh schon produziert, dann geht man davon aus, dass es der auch gut geht, dass die viele Gewinne macht. In dem Fall würde man von einer sehr guten Konjunktur sprechen. Man kann sich natürlich aber auch verbraucherseitig anschauen. Wenn die Menschen viel Geld ausgeben, dann haben sie vermutlich auch viel Geld. Also würde man auch da sagen, der Konjunktur geht es gut. Also Konjunktur, die wirtschaftliche Gesamtlage. Jetzt ist es aber so, Konjunktur verändert sich im Laufe der Zeit. Es ist nicht immer konstant. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, den Konjunkturphasen. Konjunktur verändert sich. Wenn man von einer ansteigenden Konjunktur spricht, nennt man diese Phase einen Aufschwung. Im Aufschwung steigt die Nachfrage. Menschen können sich mehr leisten als vorher. Folglich können sie mehr Geld ausgeben, auch die Unternehmen haben mehr Geld. Die Löhne steigen, weil Unternehmen mehr Mitarbeiter einstellen können oder diese besser bezahlen. Aber auch die Preise steigen und die Investitionen nehmen zu. Unternehmen haben zum Beispiel Möglichkeiten, weil sie mehr Geld von Verbrauchern kriegen, zum Beispiel neue LKWs zu kaufen oder neue IT-Systeme und so weiter. Außerdem, ganz wichtig, die Stimmung im Volk, also psychologisch bedingt, steigt. Weil alle Leute merken, okay, es gibt mehr Jobs, es gibt neue Produkte und uns geht es insgesamt gut. Außerdem nimmt natürlich die Arbeitslosigkeit ab. Das ist der Aufschwung. Nach dem Aufschwung erreichen wir irgendwann eine Art Bergsockel. Das ist die sogenannte Boomphase. Im Boom ist alles super. Die Nachfrage ist hoch, Leute haben Geld, die Löhne sind auf einem hohen Niveau, aber auch die Preise sind hoch und die Unternehmen können sich sehr, sehr vieles leisten, geben viel Geld aus, schieben viele neue Investitionsprojekte an und die Stimmung ist super. Jeder denkt, die Zukunft ist rosig und Arbeitslosigkeit gibt es so gut wie keine. Aber leider bleibt es normalerweise nicht auf diesem hohen Niveau. Es passiert in der Regel irgendetwas. Und zwar, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es wieder nach unten geht. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, das können externe Schocks sein, das können einfach der Umstand sein, dass vielleicht Verbraucher mehr Geld sparen und dann irgendwann wieder weniger für die Unternehmen zur Verfügung steht. In der Praxis ist es aber so, Konjunktur geht wieder nach unten. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie lange dauert das ungefähr? Man sagt, diese Konjunkturphasen in Summe, bis alle durchlaufen sind, 3 bis 4 Jahre. Also eine Boomphase würde dementsprechend wahrscheinlich nur ein Jahr dauern und danach wäre sie schon wieder vorbei. Und nachdem wir jetzt in dieser Boomphase waren, gehen wir in die Abschwungsphase, die sogenannte Rezession. Hier passiert nun das Gegenteil wie im Aufschwung, nämlich die Nachfrage sinkt, weil Verbraucher merken, hoppla, es geht jetzt irgendwie nach unten, ich habe weniger Geld, dann geben sie weniger Geld aus, Unternehmen haben weniger Geld, müssen mehr sparen, die Löhne sinken, die Preise sinken, aber auch die Investitionen sinken, wichtige Investitionen werden vielleicht aufgeschoben und natürlich die Stimmung geht runter. Und die Arbeitslosigkeit nimmt zu, weil Leute, die vielleicht früher einen Job hatten, werden jetzt auf die Straße gesetzt. Bei Automobilkonzernen sind das zum Beispiel Leiharbeiter, die müssen als allererstes gehen. Und damit trübt sich natürlich alles ein wenig ein. Und wenn das natürlich immer so weitergeht, kommen wir dann irgendwann in eine gewisse Talsohle. Da ist, sage ich, die Lage ganz beschissen. Das ist die sogenannte Depression. In der Depression ist alles auf dem Tiefstand. Die Nachfrage ist super gering, Unternehmen halten sich extrem zurück mit Investitionen, die Preise sind niedrig, die Löhne sind niedrig, es gibt wenig Arbeitsplätze gemessen zu vorher.
Und die Stimmung ist natürlich auch relativ schlecht. Man hat Angst, einen gescheiten Job zu kriegen. Leute überlegen sich, welchen Job könnten sie ergreifen. Ja, weil sie halt auch Angst um die Zukunft haben. Insgesamt ist die Stimmung schlecht. Aber irgendwann, selbst bei der längsten Depression, geht es normalerweise bergauf wieder und wir kommen wieder in den Aufschwung. Also Konjunktur ist wellenförmig. Jetzt ist aber die Frage, wenn wir wissen, dass Konjunktur sich so wellenförmig äußert und sich immer ändert, wie können wir Konjunktur vorhersagen? Das ist ja sowohl für den Privatverbraucher wichtig, also wenn man zum Beispiel ein Haus kaufen will oder Investitionen tätigen möchte oder sich überlegt, wie lange kann ich jetzt noch warten, bis ich in den Job ergreife oder studieren, ist natürlich auch für Unternehmen wichtig. Wann können sie Sachen anschaffen, wann nicht und natürlich für den Staat, weil der muss ja wissen, wann kriegt er Geld rein, wann muss er eher mehr Geld ausgeben und so weiter. Und da kommen wir zur Konjunkturprognose. Bei der Konjunkturprognose gibt es unterschiedliche Indikatoren, die man heranziehen kann. Die sind unterschiedlich gut und unterschiedlich aussagekräftig. Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen Frühindikatoren, Präsenzindikatoren und Spätindikatoren. Und diesen Unterschied nimmt man vor, weil man diese Daten zu unterschiedlichen Zeitpunkten erhebt. Frühindikatoren sind Sachen, die extrem früh einen Aufschluss über die mögliche Verlauf der Wirtschaft geben. Das ist natürlich mit die wichtigsten Indikatoren in der Praxis, weil sie als allererstes ein mögliches Anzeichen für einen Konjunkturwechsel geben. Das sind zum Beispiel Aktienkurse, wie zum Beispiel in Deutschland der DAX, in dem ja die 30 größten Industrieunternehmen drin sind. Jetzt fragt ihr euch, warum? Das liegt daran, dass zu jedem Zeitpunkt quasi immer alle Erwartungen von allen am Kapitalmarkt empfindlichen Akteuren in den Aktienkursen sich widerspiegeln, also vor allem auch von den professionellen Investoren. Und da die natürlich die beste Informationslage haben und eigentlich relativ gut die Zukunft abschätzen können, sind Aktienkurse ein sehr guter Indikator für die spätere Entwicklung. Das kann natürlich witzigerweise auch dazu führen, dass wir uns zum Beispiel in einer Depression befinden, aber die Aktienkurse schon steigen. Und das liegt daran, dass man schon die Erwartungen aus der Zukunft von dem jetzt bald kommenden Aufschwung in den Aktienkursen direkt mit einpreist. Und umgekehrt kann es sein, dass in der Hochphase schon als erstes die Aktienkurse sinken. Ein weiterer guter Frühindikator ist die Geschäftserwartung, zum Beispiel der IFO Geschäftsklimaindex. Da werden Unternehmen und Manager gefragt, wie erwartet ihr, entwickelt sich die Wirtschaft im nächsten Jahr? Und da kann man natürlich auch schon sehen, okay, wenn die Erwartungen so und so sind, werden die Unternehmen wahrscheinlich weniger Aufträge rausgeben und wahrscheinlich ändert sich dann als eine Art self-fulfilling prophecy, also eine selbsterfüllende Prophezeiung, dann auch irgendwann die Wirtschaftslage. Die andere Sache sind Auftragseingänge. Man kann sich zum Beispiel Frachtstatistiken an Flughäfen und sowas anschauen und bevor sich irgendwie eine Konjunkturphase ändert, kündigt sich dies meistens an, dadurch, dass Unternehmen mehr oder weniger Güter im Ausland kaufen. Und das wäre also daher auch ein guter Indikator zu schauen, wie verhalten sich diese Frachtraten am Flughafen. Und analog gibt es zum Beispiel auch Frachtraten bei Schiffen, das nennt sich der Baltic Dry Index. Da kann man zum Beispiel schon sehen, wann Schiffe nicht mehr gechartert werden, also nicht mehr gebucht werden, um zum Beispiel Öl oder Autos oder andere Waren über die Weltmeere zu schippern. Und davon kann man ausgehen, wenn da der Preis sinkt, dass demnächst auch wahrscheinlich die Konjunktur sinkt. Dann kommen wir zu Präsenzindikatoren, also Indikatoren, die uns im Moment sagen, wie die Wirtschaftslage ist, aber eigentlich also keine Frühindikation liefern. Präsenzindikatoren ist das aktuelle Preisniveau, also wie viel kosten Güter aktuell. Wenn sie extrem teuer sind, haben wir wahrscheinlich einen Boom. Wenn sie eher günstig sind, wahrscheinlich eher eine Depression. Wie das Zinsniveau am Markt ist, also das Geld, das man zahlen muss, wenn man sich Geld leiht. Wir können auch einfach Unternehmen fragen, wie fühlt ihr euch aktuell oder vor allem auch Verbraucher, wie beurteilt ihr momentan eure Lage? Wenn sie die ganz gut beurteilen, sind wir wahrscheinlich eher im Aufschwung oder im Boom. Oder wir können das Bruttoinlandsprodukt eines Monats rechnen. Und da kommen wir jetzt zum allerwichtigsten Indikator. Die Konjunktur wird am trefflichsten oder am besten mit dem sogenannten Bruttoinlandsprodukt, den Wert der produzierten Waren und Dienstleistungen im Land, gemessen. Das BIP ist allerdings ja ein bisschen aufwendig zu erheben. Man muss ja erst alle möglichen Statistiken, Daten von Unternehmen, Verbrauchern erheben. Deswegen ist es eigentlich ein Spätindikator. Wenn man es jedoch nur auf einen Monat bezieht, könnte man es auch als Präsenzindikator quasi ausweisen. So, und damit sind wir aber jetzt dann bei den Spätindikatoren. Also das Bruttoinlandsprodukt. Der wichtigste Indikator überhaupt, der aber eher vergangenheitsbezogen sagt, war das Jahr jetzt ein Boom, ein Aufschwung, eine Rezession und so weiter. Wie wir das gleich noch im Detail uns messen können, können wir uns noch anschauen. Normalerweise sind BIP-Messungen relativ kompliziert, aber hier möchte ich es vereinfacht gleich noch darstellen.
Andere rückwärtsgewandte Spätindikatoren wären die Arbeitslosenquote. Wie viele Leute waren arbeitslos im Jahr? Das wird natürlich auch erst rückwirkend am Ende des Jahres richtig ermittelt. Wie hoch lag die Inflation, also über die Güter im Jahr, wenn man sich die verschiedenen Sachen im Warenkorb anschaut, die die Bundesregierung immer ermittelt zum Beispiel. Oder die Geschäftsberichte der Unternehmen. Alle DAX-Unternehmen, also großen aktiennotierte Unternehmen, geben Geschäftsberichte raus. Und in diesen Geschäftsberichten kann man dann nachlesen, wie die Entscheidung war, die Stimmung war und vor allem auch die Zahlen waren. Aber das ist immer mit einer zeitlichen Verzögerung, daher eigentlich auch ein Spätindikator. So, zu den Indikatoren sei aber noch gesagt, es gibt natürlich auch Probleme. Weil wenn es so einfach wäre, die Zukunft vorherzusagen, dann müsste man ja einfach nur, wenn man weiß, es geht bergauf, Aktien kaufen und würde dann automatisch gewinnen. So leicht ist es leider nicht. Denn erschwert wird diese Prognose von der Konjunktur dadurch, dass die Zukunft immer ungewiss ist. Sie kann sich immer ändern. Kein Konjunkturindikator ist per se eine Garantie, dass irgendetwas in der Zukunft sich ändert in irgendeine Richtung. Es gibt Widersprüche zwischen Indikatoren. Es kann wieder sein, dass die Aktien hochgehen, aber zum Beispiel trotzdem die Frachtraten runter und so weiter. Die können sich widersprechen und da ist die Deutung dieser verschiedenen Indikatoren nicht ganz einfach und braucht viele Experten. Die Bundesregierung hat dafür sogenannte Wirtschaftsweise. Und zuletzt sind wir auch noch global vernetzt. Das heißt, nur weil wir erwarten, dass die deutsche Konjunktur sich ändert, muss das nicht so sein, weil andere Länder wie China oder Amerika können die deutsche Entwicklung überschreiben, weil die natürlich Schwergewichte wirtschaftlich weltweit sind. Wenn sich bei denen was ändert, dann ist das vielleicht viel gravierender für unsere Wirtschaft, als wenn bei uns sich was ändert. Und zuletzt Black Swan-Ereignisse. Kein Konjunkturindikator kann Black Swan-Ereignisse vorhersagen. Das sind Ereignisse, die ohne Vorwarnung, ohne Erwartung der Akteure am Markt eintreffen. Zum Beispiel der 11. September oder das Coronavirus oder ein Vulkanausbruch, der den Flugverkehr aufgrund der Asche in der Atmosphäre lahmlegt und so weiter und so weiter. Und die können natürlich verheerende Auswirkungen auf die Konjunktur haben. Aber niemand kann genau sagen, wann diese kommen. Und das macht es natürlich schwer, Konjunktur zu prognostizieren. Kommen wir jetzt aber zum vierten Punkt, dem Wirtschaftskreislauf. Der Wirtschaftskreislauf ist eine wunderbare Sache, um sich Konjunktur und Konjunkturverlaufe zu vergegenwärtigen. Und vor allem auch, um das Bruttoinlandsprodukt sich mal anzuschauen, wie man das messen kann. Ich möchte jetzt hier nicht im Detail auf den erweiterten Wirtschaftskreislauf eingehen, dazu gibt es noch ganz, ganz viele Videos. Hier nur an der Stelle mal zeigen, natürlich gibt es in der Wirtschaft die Akteure, der Staat, die Konsumenten, die Banken und die Unternehmen und natürlich das Ausland, das ja auch Güter kauft von uns und wir verkaufen Güter ins Ausland. Und jetzt ist es so, wenn wir ja sagen, dass das Bruttoinlandsprodukt die Gesamtwirtschaftslage hier misst und die Konjunkturlage, dann muss man das ja in diesem Kreislauf auch wiederfinden. Und da gibt es diese wunderschöne Formel, Bruttoinlandsprodukt Y ist gleich Konsumausgaben plus Investitionsausgaben plus Staatsausgaben plus Nettoexport, also das, was wir mehr verkaufen, als wir importieren. Und in diesem Modell hier, im erweiterten Wirtschaftskreislauf, könnte man das zum Beispiel ganz klar sehen, wenn wir einfach also alle Seiten hier zusammen addieren, die Staatsausgaben, die Konsumausgaben der Haushalte und die Investitionen der Banken, dann hätten wir, wenn wir hier Zahlen dran schreiben und das zusammenrechnen, das Bruttoinlandsprodukt. Und hier kann man natürlich sehen, Konjunktur kann sich verändern. Wenn zum Beispiel Haushalte weniger Geld ausgeben und mehr sparen, also zum Beispiel dieses C würde dann sinken, dann würde auch in der Formel das C oben sinken. Und wenn C sinkt, dann sinkt, ist ja eine Formel, was rechts passiert, muss links passieren, auch Y, also das Bruttoinlandsprodukt. Und somit würde die Konjunktur abnehmen. Wir hätten einen Abschwung und würden in eine Rezession geraten. Umgekehrt, wenn zum Beispiel, warum auch immer, der Staat mehr Geld ausgibt, für Schulen, für Bildung oder Ähnliches, dann würde G nach oben gehen. Und wenn G nach oben geht, muss ja irgendwas mit Y passieren. Y geht auch nach oben. Und wir würden wahrscheinlich dann in einen Aufschwung kommen, weil Unternehmen mehr Gelder vom Staat kriegen, zum Beispiel um Schulen auszustatten. Und damit kommen wir zum letzten Punkt der Konjunkturpolitik. Wie ihr eben gemerkt habt, in diesem Kreislauf gibt es verschiedene Möglichkeiten oder Punkte, wo sich etwas am Bruttoinlandsprodukt verändern kann. Man kann es auch beeinflussen. Und prinzipiell gibt es bei der Konjunkturpolitik hier zwei Seiten. Die nachfrageorientierte Konjunkturpolitik, der sogenannte Keynesianismus, da sagt man, hey, wir müssen irgendwie die Nachfrage ankurbeln, also lasst uns vor allem den Haushalten irgendwie mehr Geld geben, dass die dann im Endeffekt den Unternehmen mehr Geld geben. Und die andere Seite wäre die Neoklassik, das wäre mehr die Angebotsseite, dass wir sagen, wir müssen den Unternehmen mehr Geld lassen oder beziehungsweise Steuern oder sowas runtergehen,
damit dann im Endeffekt über die Unternehmen mehr Geld in den Kreislauf kommt. Im Detail möchte ich hier aber nicht reingehen. Das ist Inhalt eines anderen Videos, wie Keynesianismus und so weiter funktioniert. Hier wollte ich jetzt nur mal die Zusammenhänge und Funktionsweise der Konjunktur verdeutlichen, wie man sie vorhersagen kann, wie sie abläuft und was es mit dem Wirtschaftskreislauf grob zu tun hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mein Name ist Martin Türk und bis bald.